Frankfurt. Die Handelsblatt-Jahrestagung European Banking Regulation ist der Treffpunkt im Herbst, um mit Vertretern der Aufsicht, Politik, Verbänden und Praktikern über die neuen Entwicklungen in der Bankenaufsicht zu diskutieren. Sie ist ja quasi ein Familientreffen von Aufsehern und Beaufsichtigten, die jedes Jahr zusammenkommen, um sich auszutauschen. Ich glaube, das Besondere ist wirklich, dass es keine Tagung gibt, auf der so viel von der gesamten europäischen Aufseherlandschaft, so viele wichtige und an prominenter Stelle sitzende Personen hierher kommen. In 30 Vorträgen und Diskussionen zeigten Experten der EZB, EBA, SRB, Bundesbank und viele weitere Redner aus dem In- und Ausland die aktuelle Situation und die Herausforderungen im Bankensektor auf. Well, I think the main thing that's been done is the assessment of European banks by ECB supervision using one methodology. So that has been a huge undertaking and something that has proven to be quite important, I think, because prior to the creation of ECB supervision, all banks were being assessed differently. The challenges now that we see are a mixture of addressing the overhang of non-performing loans, which at 5.5% across the EU is generally high, and with some countries up to 45-50% is an area that really needs to be tackled. It needs to be tackled through supervisory work, it needs to be tackled through addressing structural impediments in legal systems, and we need to see a better functioning secondary market. That's what will allow European banks to return to possibly more sustainable profitability. Aktuelle Entwicklungen, Herausforderungen und Themen wie Risikomanagement, Brexit und Eigenkapital standen auf der Tagesordnung der Konferenz. Besonders gefragt waren aber in diesem Jahr die regulatorischen Neuerungen beim Thema Basel, die zeitgleich in Chile verhandelt wurden. Heute und morgen in Chile wird man mehr wissen, ob wir zwischen Amerika und Europa und Japan und die anderen Länder, die sich damit beschäftigen, eine vernünftige Antwort finden könnten oder ob the can is kicked down the road some more. Wir haben große regulatorische Vorhaben und da müssen wir aufpassen, dass wir trotz globaler Regulierungsstandards, die wir als Verband sehr unterstützen, nicht einzelnen Finanzsystemen und ich sag mal den spezifischen Eigenschaften einzelner Finanzsysteme die Luft zum Atmen nehmen. Wertvolle Informationen zur Bankenaufsicht aus erster Hand, ausreichend Zeit für Gespräche und Kontakte in den Pausen und das Verschaffen von einem Informationsvorsprung. Das bietet die Jahrestagung European Banking Regulation seit 17 Jahren ihren Teilnehmern und Teilnehmerinnen. Für mich ist es wichtig, dass ich mich einmal im Jahr update und dass ich auch zum Beispiel die EZB ihre Sichtweise dort sehe oder den SRB, die ganze Bankenunion, die Themen hier vorgestellt werden. Es ist einfach sehr wichtig, sich unter anderem mit den Teilnehmern auszutauschen, um so ein bisschen das Gefühl dafür zu kriegen, wo stehen andere Banken, wo stehen andere Beratungshäuser, was werden für Ansätze verfolgt, welche ersten Ergebnisse gibt es zu Neuerungen. Die Vorträge an sich waren sehr, sehr gut, auch inhaltlich. Für mich ist immer wichtig, dass es fachlich auch in die Tiefe geht und dass wir, was die Neuerungen anbelangt, auch am Ball sind und informiert werden. Das finde ich sehr, sehr gut. Um all das fachliche Wissen sacken zu lassen, lud die Konferenz zu einem gemeinsamen Abendessen ein, bei dem die Fachgespräche vertieft, bekannte Kollegen getroffen und neue Kontakte geknüpft werden konnten.